Ihr seid in einem Verein, zum Beispiel in einem Schützenverein, und seid dort nicht ganz glücklich. Hier gibt es jetzt unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Optionen, was man machen kann. Die Gründe, warum man nicht glücklich ist, können sehr, sehr vielschichtig sein. Wenn wir das ganze Ding jetzt runterbrechen auf das Thema Schützenverein, dann kann das sein, dass man vielleicht mit der Art und Weise über die Zeit, wie der Schützenverein sich präsentiert, wie er agiert, wie er mit seinen Mitgliedern umgeht, nicht mehr einverstanden ist. Es kann auch sein, dass einem vielleicht die Disziplin, die der Verein und der skisportliche Verband, in dem man automatisch Mitglied ist, dass man das einfach nicht mehr zusagt und das nicht mehr das ist, was man eigentlich möchte. Hier gibt es nun die Szenarien, ich kann jetzt ganz einfach hingehen und sage, okay, ich wechsle den Verein. Das ist relativ leidenschaftslos zu machen. Ich gehe hin, ich suche mir einen anderen Verein, schaue mir den Verein an, gehe dort hier und da mal zum Probetraining und werde dort Mitglied. Ich kann aber auch, wenn keiner der Vereine, in die ich hineingeschaut habe, zusagt, dann kann ich auch hingehen und kann sagen, hey, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mir selber einen Verein gründe? Diesen Weg bin ich mit 6 anderen Gleichgesinnten vor einigen Jahren gegangen. Und ich möchte euch kurz erläutern, wie das bei uns abgelaufen ist. Ich glaube, das Schwierigste bei der Gründung eines Vereins ist nicht die Gründung als solches, sondern die Voraussetzungen zu erfüllen. Ich kann jetzt tatsächlich nur davon berichten, wie diese Vereinsgründung im Fall des BDMP gelaufen ist. Der BDMP verlangt seit, ich glaube 2012 ist das, dass alle SLGen, SLG bedeutet Schießleistungsgruppe, das ist also der Verein oder die Gruppe innerhalb des BDMPs, ein eingetragener Verein ist. Das heißt, es muss eine e.V. sein, beim Amtsgericht, das für einen zuständig ist, wo der Vereinssitz ist, eingetragen ist. Die Formalitäten sind die geringste Hürde. Die größte Hürde, die größte Schwierigkeit bei der Vereinsgründung ist es, die ausreichende Anzahl Gründungsmitglieder zu finden. Der BDMP setzt voraus, schreibt vor, es müssen nicht weniger als 7 Gründungsmitglieder sein. Alle diese Gründungsmitglieder müssen Mitglied im BDMP sein. Ich kann also nicht einfach hingehen und sagen, ich nehme meine Frau, ich nehme meine Tochter, ich nehme die, das, jenes und bin dann quasi der Einzige, der im BDMP Mitglied ist. Das wird nicht funktionieren. Ich muss hingehen und muss tatsächlich in Summe 7 Gründungsmitglieder sein, die allesamt Mitglied im Verband BDMP sind. Das ist die Hürde Nummer 1. Diese Gleichgesinnten zu finden, das ist die Schwierigkeit. Bei uns ist das damals so gelaufen, ich hatte seinerzeit, wo ich noch in Braunfels Mitglied war, eine Veranstaltung ausgeschrieben, für jedermann letzten Endes, und zwar, das war das 50 Meter Schießen mit der Kurzwaffe. Jo, mit der Kurzwaffe, das war geil, hat Spaß gemacht. Und das war im Grunde genommen die Geburtsstunde unserer jetzigen SLG, unseres Vereins. Dort waren alle Gründungsmitglieder bis auf 1 oder 2 zugegen. Ich habe dann einfach im Nachgang rumgefragt, wie sieht's aus, Jungs, habt ihr Bock da drauf? Und sofort kamen sie an, jo, wir waren dann, ich glaube, 4 oder 5 Mann, haben noch 2 gefehlt und die wurden auch noch herangekarrt. Und die sind auch heute noch Mitglied. Habe ich meine 7 Leute zusammen, muss ich die sogenannte konstituierende Sitzung abhalten. So, dazu komme ich gleich. Der BDMP macht das sehr, sehr schön und sehr vorbildlich, muss ich sagen. Man ruft im BDMP in Paderborn an, in der Bundesgeschäftsstelle, und bittet darum, sich die Gründungsunterlagen zukommen zu lassen. Ihr bekommt dann einen Satz PDF-Dateien per Mail zugeschickt und dort stehen alle Voraussetzungen drin. Ihr habt eine Mustersatzung etc. Da sind Gründungsprotokolle und. Da ist also alles drin, was ihr benötigt. So, ihr müsst euch dann auf eine Satzung einigen. Dazu gibt es diese konstituierende Sitzung. Dort wird das Gründungsprotokoll erstellt. Da müssen alle Gründungsmitglieder anwesend sein und dieses Protokoll auch unterschreiben. Es macht keinen Sinn, dass ich euch unten die Unterlagen verlinke, weil sie sind im Eigentum des BDMP. Ich darf sie halt nicht einfach verteilen, aber ich denke mal, so etwas findet ihr ganz, ganz einfach per Google. So, ihr habt also die konstituierende Sitzung. Ihr habt euch auf eine Satzung geeinigt. Ihr habt das Gründungsprotokoll unterzeichnet.
Ich empfehle jetzt jedem, der einen Verein gründen will, aus juristischen Gründen. Ich bin kein Jurist, es ist keine Rechtsberatung, ja? Aber ich empfehle jedem, der einen Verein gründet, holt euch einen Notar zu Hilfe. Das kostet nicht die Welt. Kann man die Kosten durch alle 7 Gründungsmitglieder teilen, dann ist es relativ überschaubar. Ich glaube, das waren irgendwo 150, 200 €. Sehr viel mehr kostet dieser Spaß beim Notar nicht. Dann kommen noch die Gerichtskosten dazu und und. Also ich glaube, das waren in Summe die Gründung. Kostentechnisch waren es um die 250 €, wenn man Essen, Trinken und so weiter mal weglässt von den diversen Sitzungen und der Zeitaufwand. So, holt euch einen Notar. Dieser Notar hilft euch dabei, die Satzung fertig zu kriegen, und zwar so, wie ihr es benötigt. Und das ist wichtig, die Satzung soll ja juristisch wasserdicht sein. Ihr erhaltet vom BDMP eine Mustersatzung. Diese entspricht den Voraussetzungen des BDMP. Hier könnt ihr jetzt eure Sachen mit einfließen lassen. Wir haben zum Beispiel für uns festgelegt, dass wir Vorstandssitzungen nicht immer face-to-face abhalten müssen. Wir haben die Möglichkeit eingebaut in unsere Satzung, dass wir auch moderne Medien verwenden können, wie zum Beispiel Skype, Zoom, Webex, wie auch immer, um einfach räumliche Distanzen überbrücken zu können und auch kurzfristig einfach mal eine schnelle Sitzung, wenn irgendetwas im Argen liegt, abhalten zu können. So etwas kann man in die Satzung mit einbauen. Ihr könnt Sachen einbauen, wie zum Beispiel, wie die Mitgliedschaft erworben werden kann, also ob da Probezeiten, Vorlaufzeiten, Wartezeiten mit eingebaut werden und. Das haben wir alles in unsere Satzung mit eingebaut. Ansonsten haben wir sie eigentlich relativ Standard gelassen. Ich würde da nicht zu viel drin rumfingern. Verändern kann man sie im Nachgang immer noch über den Notar, dass man sagt, irgendwann mal nach 3, 4, 5 oder 10 Jahren mache ich eine Änderung. Dann seid ihr beim Notar. Er beglaubigt mit Siegel etc. die Gründung der SLG. Da kommt richtig so, also bei unserem Notar, das war ziemlich cool, da hat er noch so eine uralte Siegelmaschine im Keller. Ich kenne meinen Notar seit dem Kindergarten, also gut befreundet. Und das heißt, da ist auf Ewigkeit, weil das wird mit Speichel und dann, ne, seine Spucke ist auf unserer Satzung drauf. Das ist ziemlich geil, wer drauf steht. Ihr seid dort beim Notar, er beglaubigt alles. Und dann geht das Ganze zu Gericht. Nun kann es natürlich passieren, dass das Gericht das eine oder andere an der Satzung oder wie auch immer zu bemängeln hat. Dann muss halt nachgearbeitet werden. Aber das kann der Jurist, sprich der Notar, auseinanderklammbüstern. Und dann muss man halt nochmal einen Termin beim Notar abhalten. Aber das geht alles recht einfach. Es müssen auch nicht alle Gründungsmitglieder zum Notar hin, sondern nur die Vertretungsberechtigten, also sprich meinetwegen der erste und der zweite Vorsitzende. Mein Tipp ist es auch, keep it simple, keep it flat. Haltet die Hierarchiestufe und die SLG-Leitung oder Vereinsleitung so flach wie nur irgendwie möglich. Je mehr im Vorstand sind, desto komplizierter wird es. Desto länger dauert es, um Entscheidungen zu treffen. Wir haben uns darauf geeinigt, bei der Gründung, wir haben genau 4 Vorstände. Punkt. Wir haben einen ersten und einen zweiten Vorsitzenden, wir haben einen Schriftführer und wir haben einen Kassierer. Das war's. Mehr haben wir nicht. Sonstige Funktionen kann man auch über erweiterte Mitgliedschaften machen. Man muss da nicht immer alles direkt über eine Vorstandschaft, Vorstandsmitgliedschaft, erweiterten Vorstand, wie auch immer regeln. Das ist Kappes, braucht kein Mensch und verkompliziert einfach nur alles Weitere. So, habt ihr die Gründung durch, erhaltet ihr vom Gericht eine Bescheinigung, die Eintragungsurkunde bzw. den Eintragungsnachweis, diesen schickt ihr nach Paderborn und dann wird darüber entschieden, ob die SLG so aufgenommen wird. Das wird natürlich im Vorfeld schon geprüft. Ihr müsst sowieso die Satzung etc. nach Paderborn schicken und die sagen ja oder nee zu der Satzung. Also ich kenne bislang eigentlich noch kaum einen, der bei dem es abgelehnt wurde, wenn man sich an die Mustersatzung des BDMP hält. Natürlich braucht ihr auch so etwas wie einen Vereinsnamen. Ihr braucht vielleicht noch ein Vereinslogo. Das sind Sachen, das sind Streitthemen, sage ich euch gleich vorneweg. Ich habe schon Vereine gesehen, die sind an solchen Popelfragen wie Vereinsfarben, Vereinslogo, Vereinskleidung fast schon zugrunde gegangen, weil da einfach keine wirkliche Übereinkunft zu treffen ist. Da ist sehr, sehr viel Kompromissbereitschaft erforderlich. Müsst ihr also immer mit bedenken.
Ein weiterer Punkt ist, ihr müsst euch unbedingt im Vorfeld innerhalb der Gründungsmitglieder darauf einigen, was ihr machen wollt. Welche skisportlichen Disziplinen wollt ihr verfolgen? Ohne das geratet ihr echt mit den Mitgliedern in Teufelsküche. Ich bin immer ein Freund davon, dass im Vorfeld klipp und klar feststeht, was tut diese SLG eigentlich. Es kann sich über die Zeit hinweg immer etwas verändern, das steht außer Frage. Aber es sollte ein Grundstock da sein. Bei uns ist es zum Beispiel, wir sind eine Kurzwaffen-SLG. Natürlich schießen wir auch hier und da Langwaffen, aber unser Fokus liegt auf den Kurzwaffendisziplinen des BDMP. Seid ihr eine junge SLG, ein junger Verein, braucht ihr gegebenenfalls einen Schießstand, wenn ihr keinen habt. Das heißt, ihr müsst euch schlau machen, wo können wir denn trainieren? Etc. Also da gehört schon viel dazu. Da gehören dann gegebenenfalls auch Kosten dazu. Wenn ihr in einen gewerblichen Schießstand eingemietet seid, Schießkino, wie auch immer, das kostet richtig Geld. Dieses Geld muss drin, muss reinkommen. Das heißt, ihr braucht mehr Mitglieder, um den Mitgliedsbeitrag gering zu halten. Das sind alles Planspiele, Szenarien, die müsst ihr bedenken und auch euch vor allem ernsthaft, kompromissfähig Gedanken drüber machen. Und dann geht's eigentlich schon direkt rein ins Vereinsleben. Tut mir bitte einen Gefallen, das ist jetzt nur eine rein persönliche Sache, weil ich kriege dort hier und da mal immer wieder solche Quereleien mit. Wenn ihr einen eigenen Verein innerhalb eines Vereins gründet, also ihr seid meinetwegen jetzt Schützenverein SG Bumfuck Alabama und ihr möchtet eine SLG Bumfuck Alabama gründen, tut euch bitte den Gefallen, nehmt einen anderen ersten Vorsitzenden für die SLG, als ihr für den Hauptverein. Sehr, sehr häufig ist es so, dass, egal ob das jetzt BDS-Gruppen, DSU-Gruppen oder SLG in BDMP, gründen sich aus dem Grund, weil sie mit irgendetwas entweder unzufrieden sind, wie es der alte Vorstand macht, oder, möchte ich nicht sagen, weil möchte keinem etwas unterstellen, ihr lauft immer Gefahr, wenn es Quereleien gibt, Unstimmigkeiten von der alten Vereinsleitung oder bisherigen Stammvereinsleitung gibt, dass er diese mit in die SLG übernimmt. Das können Dinge sein, wie zum Beispiel bestimmte Hindernisse, Hürden bei Bedürfnisbescheinigungen. Der BDMP hält sich genau an die gesetzliche Vorgabe und das, was der Verband vorgibt. Er spinnt sich nichts selber zusammen. Das sollten die SLG-Leiter auch nicht. Das heißt, der SLG-Leiter, das ist einer seiner Aufgaben als Vereinsvorstand, bestätigt lediglich das, was das Gesetz vorgibt, nämlich mindestens 12 Monate Mitglied im Verband, regelmäßige Teilnahme am Schießbetrieb mit erwerbsscheinpflichtigen Waffen und dass diese Disziplin auf den Standanlagen, über die man verfügt, geschossen werden kann. Nicht mehr und nicht weniger. Da müssen keine utopischen Ringzahlen erzielt werden oder wie auch immer. Ja, deswegen überlegt es euch sehr gut, wer den Verein leiten soll. So, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Mehr ist das nicht. Ich habe viel Spaß daran, die SLG zu leiten. Es gibt Höhen und Tiefen, das ist ganz normal. Es menschelt auch hier und da mal. Aber es macht auch Spaß. Und das ist das, worauf es ankommt. Ich kann es nur jedem, der mit seinem Verein in irgendeiner Form unzufrieden ist, ans Herz legen, geht diesen Weg und ihr seid auf jeden Fall ein bisschen freier in der Gestaltung und ihr könnt die Dinge so gestalten, wie ihr es wollt und nicht so, wie es irgendein anderer will. Und darauf sollte es eigentlich ankommen, dass ihr ein junger, aufgeschlossener und moderner Verein seid. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst Bescheid, mailt mich, fragt hier unten rein. Tut mir aber bitte einen Gefallen, ich kann euch keine Fragen beantworten, die andere Verbände betreffen. Ihr müsst hier tatsächlich die anderen Verbände fragen, wie dort der Ablauf ist. Ich habe euch jetzt nur einen groben Abriss dessen gegeben, wie das beim BDMP bei uns, bei der Gründung der SLG Sportshooter e.V. gelaufen ist. In diesem Sinn, macht's gut.